Hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 von Terranica. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Nochmal Entschuldigung dafür, dass die Folge beim letzten Mal vollkommen abgebrochen wurde. Das war meine Schuld. So, ist das wahrscheinlich die Geschichte, wo ich hin muss? Nee. Ja, toll. Was ist denn in Alaska? Großartiges. Tja. Einfach hier rumrennen. Da ist nix. Guck mal einfach so in. Was ist denn das da für ein Haus? Was erzählt ihr mir? Ach, das ist der Vogelkundler. Ja, okay, das weiß ich. Den habe ich schon besucht. Der ist nicht so spannend. So, aber wo ist denn hier was? Ich meine, das ist doch immer sehr markante Stellen. Das sind doch eigentlich Stellen, die man recht einfach sieht. Aber er scheint irgendwie nicht viel zu sein. Da ist was. Aha. In Alaska waren wir da also. Okay. So, wo ist denn jetzt hier was, was wir abräumen können? Tja. Entweder habe ich alles schon abgeräumt oder da ist nichts. Da sehe ich echt nichts. So, also da haben wir geguckt. Da ist nichts. Ah, da ist was. Schön. Kraftelixier finde ich gut. So, erstmal wieder schnell raus. Das haben wir. So. So. Zurück zur Liberita. Machen wir. Also ich habe beim letzten Mal erzählt, es gibt irgendwo noch einen Liberita, einen Schwarzmarkt. Habt ihr mir geschrieben. Vielleicht musste man den erst auch wieder erfinden. In dieser unglaublichen Terranigma-Logik. So. Liberita, einmal rund um den Kontinent. Ja. Ich guck mal nochmal in meine hervorragenden Aufzeichnungen. So, das haben wir. Statt der Schwarzmarkt. So. Tja. Dann können wir natürlich noch nach Seeheim. Da müssen wir sowieso hin. Und dann gucke ich mal gerade. So, in Afrika gibt es noch ein Gebiet. So, und das haben wir. Okay. Ah, da ist es. Genau, das habt ihr mir auch geschrieben. Das mache ich, das cutte ich dann aber rein, das zeige ich euch dann nicht nochmal. Es ist wirklich so, also wenn ihr die Tochter abgeliefert habt, müsst ihr noch einmal da oben hin. Zum Nomadendorf. Okay, das ist okay. Das ist kein Thema. So, das heißt, wir sind... Ja. Wir sind gut dabei, ne? Ist das richtig? Ich glaube, ja. Gut, das sieht gut aus. Das heißt, wir müssen dann gleich nochmal nach Afrika. Und dann sind wir wieder in der normalen Story. Da können wir nochmal leben. So, dann wollen wir mal. Achso, Lyoto brauche ich ja nicht, ne? Ich brauche ja nach... muss ja nach oben hin. Ja, ich bin gerne in Brasilien. So, aber das Leben ist nicht nur Karneval, es ist nicht nur ein Ponyhof, nein. Wir müssen auch mal woanders hin. So, da sind wir doch schon richtig. So. So, dann gehen wir mal eben die Stadt besuchen. Und wir suchen den Schwarzmarkt. So, in. Da wird es keinen Schwarzmarkt geben, hoffe ich. Können aber jetzt trotzdem alles durchgucken.
wenn wir schon eh dran sind. Oh, das ist aber groß geworden, das Hotel. Mein Tanz versetzt sie in den Trance, und er hat jeder die Chance, seine Träume zu verwirklichen. Ein flotter Tanz und mein Gitarrensound werden uns berühmt machen. Ich weiß ja nicht. Wenn eine Stadt wächst, verlieren die Menschen auch etwas Freiraum. Dasselbe gilt für Tiere, auch sie leiden unter der Größe der Stadt. Sind das die Nachteile, die der Fortschritt mit sich bringt? Oh! Hier, Evolutionskritik. Merkt euch das schon mal. Es geht wieder los. So. Ja, du brauchst mir nichts zu erzählen. Das ist uninteressant. So, da gibt es die Shops, aber da wird doch nichts. Kann ja mal gucken, ob es da irgendwie eine weitere Tür gibt. Ne. Weil ich komme auf diesen Schwarzmarkt-Gag nicht. Ist der hier? Waffen! Oh. Okay, gut, das ist uninteressant. Rüstung. Aha. Ja gut, alles uninteressant. Markt. Ha! Schön. Zu groß, so ein Mist. Niemand will diesen Vogel kaufen. Hey Kumpel, willst du diesen Kumpel den Vogel kaufen? Mit einem prima Hähnchen. 5000 Taler gehört er dir. Ich werde zahlen, aber du musst ihn befreien. Cool. Mach damit, was du willst. Hauptsache, du bezahlst. Ich werde den Vogel später befreien. Frösche ist auch geil. Tatsächlich. Unglaublich. So, haben wir den Vogel auch befreit. Ich weiß nicht, ob man das irgendwas bringt, aber auf jeden Fall Seelenfrieden. Das ist mit Sicherheit gut fürs Kismet und für Karma und überhaupt. So, das haben wir. Das war okay. So, jetzt sind wir sowieso hier. Jetzt können wir uns ja eigentlich mal ein bisschen wieder um unsere Questen kümmern. So, da dürfte niemand Interessantes für uns sein. Richtig. Wenn ihr übrigens wisst, dass es noch irgendwelche Dialoge gibt, die man mal zeigen muss, oder wo man sagt, die sind ganz lustig in dem Game. Gerne hin. So, den Tourismus, der bringt uns noch nichts. Den brauchen wir später aber auch wieder. So, jetzt das Neues von Tom. Nee, ne? Tom, den Feinschmecker, haben wir fertig. Wir brauchen nochmal unsere Erfinder, soweit ich weiß. Und natürlich Will brauchen wir auf jeden Fall. Gut, diese. Da geht's nochmal weiter. Was ist denn da weiter? Was bist du denn? Guten Tag, ich bin das Hausmädchen. Ob ich es hasse? Eigentlich nicht. Heutzutage ist das eben so. Ah, ja. Sagt ihr noch was Neues? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein, nein, nein. Ja, yeah, genau. Also, haben wir den Gig auch drin. Ja, es ist eine matriarchische Welt. Ja. So, weißt du was Neues? Hölle, hör nur, eine Maschine, mit der man über weite Strecken sprechen kann. Ist jetzt vollendet. Wenn du glaubst, ich lüge, sprich mit der Maschine im Hinterzimmer. Dann mache ich das. Hallo? Hallo? Ich bin Sam. Kannst du mich verstehen? Hörst du meine Stimme laut und klar? Ja, die Tür ist ja auch auf. Ach so, Entschuldigung. Klar, wenn ihr so eine Maschine ist, niemand mehr einsam. Mein Wunsch wurde doch wahr. So, habe ich jetzt noch was? Gehen wir wieder rein. Gehen wir wieder raus. Dann war das und habe ich dich damit auch erledigt. Ja, gut. Gott, haben wir jetzt auch eben das Telefon erfunden. Es ist nur noch ein weiterer Schritt bis zum nächsten iPhone. Hallo, dank deiner Hilfe verstehe ich schon mehr von Elektrizität. Ich denke gerade über das Abschlussexperiment nach. Kannst du mir noch einmal helfen? Sicher. Was soll ich als nächstes tun? Du musst den Knopf an der linken Seite gleichzeitig mit mir drücken. Ich werde dir ein Zeichen geben. Zeit für Scheiße. Fertig.
Eins. Zwei. Und. Drei. Ich mache erstmal nichts. Ach, muss ich doch was machen, oder was? Gut, geht gar nicht anders. Yeah! Wir haben es! Schau hin! Das ist elektrisches Licht. Es ist klein und schwach, aber es wird wachsen. Menschen werden ihre Häuser bei Nacht mit diesem Licht erhellen. Wie einst das Feuer den Menschen in Fortschritt brachte, wird dieses elektrische Licht die Entwicklung beschleunigen. Ich hoffe, dass uns dieses Licht den richtigen Weg weisen wird. Ich bin dir sehr dankbar. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich muss herausfinden, wie ich das Licht zu den Leuten bringe. Ah, wir haben jetzt auch elektrischen Strom erfunden. So, hast du noch was? So, hast du noch irgendwas, was ich hier klauen kann? Ne. So, das heißt, dann haben wir den auch doch erledigt, ne? So, dann ist doch hier eigentlich nur noch... Hier ist wieder der Kinderhorn, ne? Oh. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Ja, 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 das hast du schon erzählt. Okay. Das ist okay, das ist aber auf jeden Fall ist das auch größer. Das ist ja für die Kinder schon mal was Gutes. So, ab zu Willy Boy. So, hopp. Seeheim. Ab zu Will. Na, komm, dann bau mal ein Flugzeug, mein Freund. Hurra! Hallo, endlich! Arg, mein Flugzeug ist fertig! Ich habe neues Metall aufgetan, mein Traum wurde Wirklichkeit. Arg, es gehört dir! Drücke A zum Starten! Im Flug drücke L für Tiefflüge und R für höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, musst du tief fliegen und auf A drücken. Ja. Bravo? Bravo? Das Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Perry und die Leute aus Moronia mitnehmen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt soeben ein Flugzeug. So, hier gibt es aber irgendwie noch was. Was ich angucken soll, als ich den Vogel befreit habe. Guck mal. Oder das ist wahrscheinlich beim Heiligtum, ist das wahrscheinlich... Muss ich wahrscheinlich den Vogel nochmal treffen? Naja, gut, das kriegen wir alles noch hin. So, erstmal. Wollen wir jetzt mal gucken. Was ist denn jetzt das Flugzeug? Ah! Ah, da ist es! Ah! Schön. So, gehen wir wieder runter. Au, oh, sogar mit Landesequenz, das wusste ich auch nicht mehr. Oh, das ist aber jetzt eine Weltstadt. Ja, das ist aber jetzt hier die letzte Entwicklungsstufe, ne? Meine Güte. So, gucken wir mal, ob wir unseren Monsieur in Seeheim beglücken. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, ja, das weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Was ist das? Sieht aus wie ein... Achso, ja. Ja, haben wir auch. Dann würde ich sagen, kann man es hier wunderbar wenden. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.